Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Spec Ops The Line. Ja, damit herzlich willkommen bei Spec Ops The Line. Wieder ein Ego-Shooter, aber ein etwas anderer Ego-Shooter, wie wir es bis jetzt in letzter Zeit sehr häufig erleben. Dass es auf diesem Kanal keinen normalen Ego-Shooter in der Haufenweise gibt, sondern unterschiedlichste Ego-Shooter. Und Spec Ops The Line hebt sich extrem aus dieser Masse hervor. Es ist wirklich kein simpler Shooter, wo du wirklich einfach jeden abknallen kannst und dann ist alles okay. Hier musst du jeden Schuss wirklich überlegen, tust du das oder tust du es nicht. Weil jedes Mal denkst du dir, fuck Alter, ich würd's nicht machen. Das könnte da was zerstören. Das Spiel spielt mit einem Spieler sozusagen. Also es ist ein bisschen komplizierter, das Spiel. Wie oft das Wort Spiel jetzt drin vorkam, ist schon cool. es ist Hardcore. Also es hat mich noch nie ein Spiel emotional so gepackt wie dieses Spiel. Noch nie. Es gab zwei Stellen, wo ich einfach nur weg war. Gedanklich war ich komplett woanders. Nach zwei Aktionen in diesem Spiel musste ich erstmal aufhören zu spielen. Weil mein Gehirn das noch verarbeiten musste, was da überhaupt passiert ist. Und einige von euch, also die meisten kennen wahrscheinlich schon das Spiel, aber die nichts für Ego-Shooter übrig haben und auch selber solche Spiele wirklich nicht anfassen wollen, schaut es euch an, ob es jetzt bei mir ist oder ob es bei einem anderen Let's Player ist, es ist mir scheißegal, guckt euch zumindest das Let's Play zu diesem Spiel an. Und ich würde es mir sogar ein bisschen schauen, dass du es bei zwei, drei verschiedenen Leuten sogar anguckst, weil dieses Spiel fast nicht gleich zu spielen ist. Da gibt es manchmal freie Entscheidungen und sowas. Musst du gucken, ja, machst du nicht, was machst du jetzt in dem Moment? Es ist einfach Hardcore. Wir drücken jetzt mal Start. Genaueren Bericht und alles drum und dran wird demnächst auf unserem Blog halt präsentiert von unserem Impi. Wir drücken Kampagne. Nehmen die Festplatte hier. Und machen ein neues Spiel. Komplett neu. Also alles woanders. Jetzt haben wir natürlich hier wieder Strandspaziergang. Die Gegner sterben wie die Fliegen und sind weniger gefährlich als normal. Empfohlen für Shooter-Neulinge. Zielhilfe sind standardmäßig aktiviert. Kampfeinsatz. Der Feind ist gefährlicher und leistet so den Widerstand. Für die meisten Spieler geeignet. Selbstmordmission. Feinde sind aggressiver und gefährlicher. Nur für erfahrene Spieler. Fuba! Zum Freischalten einer Mission auf Selbstmordmission absolvieren. Natürlich ist nämlich immer sozusagen die zweitschwierigste Wahl. Weil aus dem einfachen Grund, wenn ich jetzt die schwierigste, dann haben wir einfach zu viele Frustmomente in dem Moment. Das macht euch keinen Spaß, das macht mir keinen Spaß, deswegen nehmen wir nochmal einen Kampfeinsatz. Ich habe das auch am Anfang erst mit Kampfeinsatz gespielt. Ja, ich hatte jetzt mal die Klappe. Mal
Und hier geht's auch gleich los mit Gewalten-Action. Und, ja, wir wissen nicht, was jetzt überhaupt los ist. Warum verfolgen uns jetzt so viele Hubschrauber? Und warum ist schon wieder... Einen Augenblick, bitte. Das tut mir wahnsinnig leid für den kleinen Cut schon wieder. Aber in letzter Zeit habe ich einfach nur noch Probleme mit dem Schneideprogramm. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch dagegen tun soll. Also ich habe jetzt den zweiten mal reparieren lassen. Habe zweimal jetzt ausgemacht, also das Programm aus- und angemacht. Und jetzt fängt er an, die Stimmen auch richtig mitzuschneiden. Also das ist jetzt eben gerade, es tut mir leid. Ihr wisst ja noch vom letzten Mal, ich habe irgendwie Probleme in letzter Zeit. Macht einfach wirklich so keinen Spaß mehr. Ich muss mir da was Neues überlegen. Jetzt machen wir mal Fortsetzen hier. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Also man hat überhaupt keine Ahnung, wo man hier ist, was man hier eigentlich sucht, warum verfolgen einen diese Hubschrauber hier. Und das ist natürlich so ein, das ist jetzt so ein klassischer Starter, jetzt ein Jaeger-Produkt. Das ist jetzt so ein klassischer Start eines normalen Ego-Shooters. Das soll aber nichts heißen bei diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt nichts bei diesem Spiel. Und schöne Bilder. Es wird natürlich alles mit der Zeit, man weiß natürlich jetzt schon, das wird sich alles mit der Zeit halt verbessern und man wird es halt herausfinden, warum was passiert und. Scheißegal, halt das Ding ruhig! Ja, es ist. Es ist jetzt eher so ein normales Tontaubenschießen eines normalen Ego-Shooters. Okay, das gebe ich zu. Es ist sehr einfallslos. Aber es wird besser, vertraut mir. Los, bring uns hier raus! Nicht mit den Typen am Arsch! Dann bring uns hin! In den Sturm, spinnst du? Werden wir sehen. Oh, Babs, Alter. Erst sind wir mittendrin im Sandsturm. Oh, fuck you. Echt bescheiden aus. Oh, shit. Alter, jetzt habe ich mich echt gerade ein bisschen erschrocken. Eieieiei. Früher. Hätt's das nicht gegeben, du. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai... Habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur... Die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung Dubais war ein kompletter... Der Ulrich Wurzer, der hat einiges geleistet bei diesem. Captain Walker,
Design. Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist Wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Merkt, ein Trupp knallharter Marines. Muss ein Trupp knallharter Marines rausholen, nachdem sie knallhart einen aufs Maul bekommen haben. Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Okay, in Deckung gehen. Okay, gut. Mhm. Ziel. Bam, bam. Du kannst ja auch die Tiere abballern, die halt hier so rumdödeln. Das ist eigentlich ganz cool. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Finde ich halt auch so schön, dass es halt jetzt nicht um Amerika und Verschwörung und sowas und totale Abfuck-Theorie und sowas ist. Das ist also übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. So, es geht jetzt mal komplett was anderes. Dubai-mäßig, das ist ganz cool. Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier Nissan. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir's hinter uns. Rücke nach Dubai ein. Finde eine Quelle der Funksignals. Hey, ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Ist die jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagt, ihr seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3:1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Also man merkt schon, es ist einer wieder dabei, der ist halt auch nur am Scheiße labern. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Der Versuch, eine Evakuierung Dubais, war ein kompletter. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Es ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Also er hat nicht viel Zeit zum Labern, merke ich gerade. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Forschen Sie! Markat mit seinem am Reich! Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agar Interim Harf Besanim. Sehr gut, Logo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker.
Schon klar. Hast du eine Idee?